Cyberport präsentiert das Lenovo ThinkBook 13S IWL. Lenovo hat mit dem ThinkBook eine neue Notebook-Serie auf den Markt gebracht. Diese sind wie die ThinkPads auch vor allem für Business-Anwender geeignet. Zudem wurde hier an der Mobilität gearbeitet, damit sich die Notebook-Reihe auch in der Freizeit bewährt. Wie sich das Lenovo ThinkBook 13S IWL im Test schlägt, erfahrt ihr hier. Die technischen Daten. Das Notebook misst eine Breite von 30,8 cm, eine Tiefe von 21,6 cm und eine Höhe von 1,6 cm. Insgesamt bringt das ThinkBook damit 1,4 kg auf die Waage. Der Bildschirm ist 13,3 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse unseres Testgeräts arbeitet ein Intel Core i7-8565U Quad-Core-Prozessor, der im Grundtakt mit 1,8 GHz und im Turbo Boost mit bis zu 4,6 GHz taktet. Unterstützt wird dieser von 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD. Starten wir mit dem Design. Das ThinkBook ist im Vergleich zum ThinkPad in Silber anstatt in Schwarz gehalten. Trackpoint und weitere rote Akzente gibt es hier nicht. Dafür besitzt das Touchpad sowie der Powerbutton eine schicke Chromumrandung. Das Gehäuse besteht fast vollständig aus Aluminium, lediglich der schwarze Rand um den Bildschirm ist aus Kunststoff gefertigt. Durch die Materialwahl lässt sich die Basiseinheit kaum verwinden, das Display hingegen etwas. Dank zweier Scharniere klappt ihr es um bis zu 180 Grad auf. Durch das geringe Gewicht von 1,4 kg ist es auch leichter als ein ThinkPad und daher gut geeignet für unterwegs. Auch mit den Maßen von 1,6 cm in der Höhe ist es sehr schmal und kann überzeugen. Fürs Gehäuse bekommt das ThinkBook 13S ein sehr gut. Der matte 13,3 Zoll große IPS-Bildschirm löst in Full HD auf. Die Pixeldichte beträgt also 166 ppi. Damit bietet das ThinkBook eine scharfe Darstellung von Bildern und Texten. Besonders aber in der Farbraumabdeckung und dem Kontrast kann das Display überzeugen. Ganze 99% sRGB-Farbraum werden hier abgedeckt. Die maximale Helligkeit des matten Displays beträgt 320 Candela pro Quadratmeter, was ganz ordentlich für ein Notebook ist. Das Ablesen der Bildschirminhalte bei direkter Sonneneinstrahlung ist dennoch problematisch. Dank IPS-Technologie ist das Display dafür wieder blickwinkelstabil. Zusammenfassend gibt's von uns ein sehr gut. Kommen wir zur Performance. In unserem Testgerät arbeitet der Vierkerner Intel Core i7-8565U. Unterstützt wird der schnelle Prozessor von einem 16 GB großen DDR4 Arbeitsspeicher. Damit ist der RAM großzügig bemessen, allerdings lässt er sich auch nicht mehr erweitern. Alltägliche Prozesse und Multitasking bereiten dem Notebook keinerlei Probleme. Einfache Bildbearbeitungen sind auch dank des guten Displays möglich. Als Gaming-Notebook eignet sich das ThinkBook 13S aufgrund der integrierten Grafik aber nicht. Abgerundet wird der Inhalt von einer 512 GB großen NVMe SSD, wodurch Windows 10 Professional schnell startet und arbeitet. Ein gutes Ergebnis. Die Lüfter bleiben bei geringer Last meist aus oder zumindest leise. Unter höherer Auslastung drehen die Lüfter ordentlich auf, was auch deutlich zu hören ist. Knapp 40 Dezibel können wir hier messen. Dafür bleiben aber die Temperaturen auf einem unkritischen Niveau. Das Gehäuse erwärmt sich bei uns im Test maximal auf 43 Grad. Gut gemacht! Kommen wir zur restlichen Ausstattung. Die Tastatur verfügt über eine zweistufige Beleuchtung. Ansonsten erinnert sie eher an eine Tastatur eines Lenovo IdeaPads und nicht eines ThinkPads. Das heißt, der Tastenhub ist geringer und es benötigt einige Zeit, um das Tippgefühl zu verinnerlichen. Dafür ist die Tastatur wie das Touchpad ebenfalls großzügig verbaut. Letzteres, welches wieder ein Clickpad ist, fühlt sich sehr gut an und reagiert auch zuverlässig. Rechts oberhalb der Tastatur ist der Powerbutton mit integriertem Fingerabdruckscanner. Dieser leuchtet in grün, wenn er betriebsbereit ist. Der Scanner funktioniert dabei einwandfrei. Die Lautsprecher hingegen können uns wenig überzeugen. Diese sind relativ leise und der Klang ist sehr bassarm. Wir empfehlen hier Kopfhörer oder externe Lautsprecher zu benutzen. Insgesamt aber noch ein gutes Ergebnis. Beim Thema Anschlüsse hat das ThinkBook zugunsten der kompakten Bauweise etwas abgespeckt. Mit zwei USB 3.1 und einem USB 3.1 Typ C Anschluss, einem HDMI-Port und einer Audiobuchse ist zwar schon das Nötigste vorhanden, ein SD-Kartenslot oder ein LAN-Port wären natürlich noch schön gewesen. Wir vergeben ein Gut.
Der fest integrierte 45 Wattstunden Akku kommt bei mittlerer Helligkeit und bei einer Benutzung aus Surfen, Videostreaming und Office auf eine Laufzeit von knapp 9 Stunden, was überdurchschnittlich ist. Hiermit kommt ihr gut über einen ganzen Arbeitstag. In 2 Stunden ist der Akku zudem wieder vollkommen aufgeladen. Zusammengefasst ein sehr gutes Ergebnis. Unser Fazit: Das ThinkBook 13S IWL überzeugt mit einem hochwertigen modernen Gehäuse, einem sehr guten Display sowie starker Hardware. Lediglich einen externen Grafikchip hätten wir uns noch gewünscht. Weiterhin sind die Lüfter teilweise etwas laut und auch der ein oder andere zusätzliche Anschluss wäre schön gewesen. Dafür ist es aber absolut auf Mobilität ausgelegt. Das heißt klein, leicht und mit langer Akkulaufzeit. Im Großen und Ganzen hätte für den momentanen Preis von rund 1070 Euro noch etwas mehr drin sein können. Dennoch vergeben wir 4 von 5 Cyberstars.